skin the color of bark. Clothes smelling like trees, digging my heart. My roots and weeds, my truth bleeds right. Hallo und herzlich willkommen, liebe Transportweber-Freunde, zu einem weiteren klitzekleinen Tutorial hier auf meinem Kanal. So, die Community hat nachgefragt und zwar ging es ja um den Trainfever-Mod-Konvertierer, wie man ihn denn richtig installiert und wie es denn möglich ist, praktisch in Transportweber viele Mods aus Trainfever zu spielen und zu benutzen. So, ich zeige euch mal eben, wie das dann im Ende bei euch aussehen müsste. Wir gehen jetzt mal auf mein aktuelles Projekt. Ja, ich habe das hier jetzt neu genannt. Das ist praktisch meine München-Map. Da werdet ihr im Anschluss dieses klitzekleinen Tutorials auf jeden Fall noch einen klitzekleinen Film sehen. Und so, das ist wie gesagt der Spielstand. Und so müsste es bei euch aussehen. Ganz oben natürlich Priorität, der TF-Mod-Konvertierer 0.6, das ist die aktuelle Version. Und danach die ganzen anderen Mods. Zwischendurch sind auch ja, der eine oder der andere Trainfever-Mod, wie zum Beispiel ein ICE, die ihr dann merkt, ICE-1. So muss das bei euch aussehen. Jetzt gehen wir mal rum. Ihr müsst natürlich als Voraussetzung ein komplettes neues Spiel beginnen. So, das würde dann so ablaufen. Freies Spiel. Erweitert. Dann habt ihr hier links natürlich die ganzen verfügbaren Mods und eine leere Liste mit aktiven Mods. Da zieht ihr euch natürlich zuerst den TF-Mod-Konvertierer rüber und danach erst alle anderen Mods. Ganz wichtig. Nicht erst irgendwie alle anderen Mods und dann irgendwo in der Mitte den TF-Mod-Konvertierer. Nein, bitte ganz als allererstes den TF-Mod-Konvertierer rüber. Danach könnt ihr alle anderen Mods rüberladen. Speichern und dann ist gut. So, wo findet ihr jetzt diesen Mod-Konvertierer? Ganz einfach. Ihr geht hier auf die Seite von Transportfever.net. Die werde ich euch unten in der Videobeschreibung nochmal verlinken. Und dazu dann auch den Link zu den TF-Mod-Konvertierer. Und der Mod ist wie gesagt eine Beta-Version, wird auch regelmäßig geupdatet. Dies ist momentan die Version 0.6 vom 5.01.2017. Und hier unten ist dann die Datei zum Runterladen und zum Entpacken. So, wo ladet ihr euch jetzt diese Datei rein? Ich habe jetzt hier folgenden Dateipfad. Und zwar dieser PC. Ich habe es jetzt bei mir auf Volumen E, sprich auf meinem E-Laufwerk. Dann geht hier auf Steam, Steam Apps, Common, dann auf Transportfever und dann unter Mods einfach reinladen. Und das war's eigentlich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, liebe Freunde. Schaut euch jetzt nochmal den klitzekleinen Film an, den ich für euch zusammengeschnitten habe. Bis dann würde ich sagen, vielen Dank. Hinterlasst vielleicht ein klitzekleines Like oder einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö.